Hallo, ihr kleinen Speckbärchen. Wisst ihr, was richtig, richtig toll ist? Ich habe Ferien und Halsschmerzen, die sich so anfühlen, als würde dieser gesamte Teil in Flammen stehen. Aber nicht einmal diese unglaubliche Pein, diese kaum auszuhaltenden Qualen, können mich davon abhalten, euch zu unterhalten. Denn ich bin ein wahrer Held. Oh, mein Arsch tut schon wieder weh vom Sitzen, ey. Und deswegen gibt es auch heute mal wieder eine neue Folge von gutefrage.net, der dümmsten Seite im Internet. Erste Frage hat wahrscheinlich 97,2% aller Jungs schon mal irgendwie interessiert und heißt: Wie kann man selbst eine Taschenmuschi basteln? Es heißt basteln, du dummer. Wie kann man eine Taschenmuschi basteln? Alter, es heißt immer noch basteln, du dummer. Bin gerade im Bett und möchte mal was anderes ausprobieren. Satzzeichen mag ich leider nicht. Das ist doch endlich mal eine Frage, bei der ich meine gesamte Expertise auspacken kann. Also eine rein theoretische Expertise natürlich. Zum Beispiel habe ich mal gelesen, dass man eine Melone nehmen kann, einfach ein Loch reinschneidet, das Ganze 3 Minuten in die Mikrowelle legt und dann... Oder man nimmt einfach 2 Schwämme, macht sie ein bisschen nass, stopft sie in einen Becher und dann... Oder man schneidet einfach das Ende einer Shampooflasche ab, steckt einen Latexhandschuh in das Loch und dann... Gut, aber ich noch meine ganze Wohnung zerlege, kommen wir lieber zur nächsten Frage. Was? Teleportiert? Hallo, ich weiß, das hört sich richtig komisch an, aber ich glaube, ich kann mich fast teleportieren. Zuerst gucke ich einfach irgendwo hin, dann konzentriere ich mich und alles wird dunkler und dunkler. Das klingt jetzt für mich bisher eher nach Einschlafen. Danach fühle ich mich viel leichter und dann sehe ich ganz leicht einen anderen Ort. Wie kann man denn ganz leicht einen anderen Ort sehen? Aber wenn ich dann atme, hört es auf, weil es meine Konzentration stört. Habe ich mich fast teleportiert? Nein, ich bin nicht auf Drogen. Lieber Fragesteller, da gibt es im Wesentlichen eigentlich nur 3 Möglichkeiten, die dir passiert sein könnten. Erstens, ja, du hast dich tatsächlich fast teleportiert. Das ist ungefähr so wahrscheinlich, wie dass du ein Lotto gewonnen hast, während du einen Sprung ohne Fallschirm aus einem Flugzeug überlebt hast, während das Finanzamt dir irrtümlich 3 Millionen Euro überwiesen hat, während du Spaghetti gegessen hast, ohne dich damit zu bekleckern. Und ja, das letzte ist mit Abstand am unwahrscheinlichsten. Oder zweitens, du bist einfach ein riesengroßer Idiot, was schon ziemlich wahrscheinlich ist. Oder aber drittens, was sogar noch viel, viel wahrscheinlicher ist, du hast ein Hirnaneurysma, das kurz davor steht, bald zu explodieren und dich in einen schmerzhaften Tod reißt. Mann, bin ich wieder freundlich heute. Die nächste Frage heißt: Wie kann ich für den Führerschein lernen? Hallo, ich bin 33 Jahre alt. Ich kann mir nicht einen Satz merken. Okay. Wie kann ich 1000 Fragen und Antworten lernen für den Führerschein? Ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Ja, das erwähntest du bereits, aber wahrscheinlich hast du es schon wieder vergessen. Was soll ich machen? Gib es eine Lösung. Lieber Fragesteller, und an alle, die gerade den Führerschein machen, da müsst ihr euch überhaupt keine Sorgen machen. Denn eigentlich sind alle Führerscheinprüfungen bei der Theorie ungefähr genauso aufgebaut. Was sollten Sie in dieser Situation tun? A. Bremsen. B. Das Seerohr ausfahren und die beiden vorderen Torpedorohre klar machen. Oder C. Das Skelett auf ein Eis einladen. Und ganz ehrlich, wer die Frage nicht richtig beantworten kann, der sollte nun wirklich kein Auto fahren. Natürlich ist es B. Damit sind wir auch schon bei der nächsten Frage, die da lautet: Ah, wie schreibe ich eine formale E-Mail an Chef? Ich muss heute eine E-Mail an meinen Praktikumschef schreiben. Wow, ich glaube, ich habe noch nie so viele Fehler in einem Satz gesehen. Wie schreibe ich diese formal korrekt, beziehungsweise wie man an seinem Chef schreiben würde? Betreff ist das Vorbeischauen, sodass er mich einweisen kann. Oh, Fragesteller, da hast du wirklich großes Glück, denn ich bin doch Deutschlehrer. Warte, ich helfe dir mal. Also wir schreiben an Chef von Arbeit in gmail.net. Und dann schreiben wir einfach: Hi Chef, wobei nein, das ist ja eindeutig viel zu richtig. Hi Chef, kannst du heute kommen, weil du mich einweisen sollst? Dies ist eine formale Anfrage mit freundlichen Grüße. Oder was auch immer ich da gerade geschrieben habe. Dein fleißiger Arbeiter. So, dann einfach nur noch abgeschickt. Ich frage mich gerade ein bisschen, wer diese E-Mail jetzt liest und was der von mir denkt. Aber wie auch immer, wenn auch du diese E-Mail abschickst, solltest du dir um deinen Job zumindest überhaupt keine Gedanken mehr machen müssen. Yay. Die nächste Frage heißt: Hey, warum wollen Jungs bei Mädchen Analsex machen?
mein neuer Freund 15 möchte das bei mir auch machen, obwohl ich 14 mein erstes Mal noch nicht hatte. Wenn ich sage, ich möchte das nicht, sagt er zu mir: Sei endlich still! Nun würden wahrscheinlich wieder sehr viele von euch sagen: Verlass dieses Arschloch, der tut dir nicht gut, der ist ja total gemein zu dir. Aber das ist natürlich Blödsinn, denn sein martialisches Sei endlich still bedeutet keinesfalls, dass er dich nur auf das Sexuelle reduziert und überhaupt keinen Sinn für deine Grenzen und deine Belange hat, sondern er möchte nur, dass du einen kleinen Moment lang ruhig bist, damit er dir sein von Herzen kommendes Gedicht vorlesen kann, das er mehrere Tage lang erdacht hat und das seine gesamte Liebe zu dir zum Ausdruck bringen soll. Ich wollte dir nur mal eben sagen, ich liebe dich so sehr, zum Mond würde ich dich tragen und bin ich auch mal etwas bar, gleich fick ich dich in den A. Und die allerletzte Frage für heute heißt: Meine Schwester macht sehr oft doof zu mir, nur weil sie älter ist. Aber ich bin meine eigene Frau und wehre mich gegen sie. Es ist ja mein Recht, oder? Okay, nachdem ich jetzt 27 Minuten lang intensiv über diese Frage nachgedacht habe, würde ich mal sagen... So, bevor dieses Video jetzt zu Ende ist, muss ich noch schnell eine Sache loswerden. Und zwar hat YouTube ja mal wieder irgendwas an seiner scheiß Abo-Box geändert. Deswegen findet man da jetzt nicht mehr unbedingt die Videos von den YouTubern, die man abonniert hat, sondern einfach von irgendwelchen YouTubern. Und das Einzige, was zumindest ein bisschen dagegen zu helfen scheint, ist, wenn man diese bescheuerte Glocke aktiviert. Und eigentlich habe ich mir geschworen, euch nie darauf hinzuweisen, dieses scheiß Ding anzuklicken. Aber in diesem Falle bleibt mir wahrscheinlich nichts anderes übrig. Deswegen drück bitte auf die Glocke, sonst gehe ich in die Hocke und hole aus mit meinem Bein und trete dir tief in dein rein. Bis hoffentlich bald, dein Alex.